Hallihallo, einen schönen guten Abend in die Runde. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind schon zum 10. Mal in diesem Jahr beisammen. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid alle sowohl gesund als auch fit. Ich hoffe es sehr. Ja, alle, glaube ich, haben den Disclaimer gelesen mit den Vorgaben, die wir beachten sollten, keine gesundheitsbezogenen Aussagen. Jeder weiß, dass dieser Zoom-Call aufgenommen wird, dass er damit einverstanden ist. Wer seinen Namen nicht angeben möchte, möchte nur Anfangsbuchstaben hineinsetzen. Und wer sein Bild nicht zeigen möchte, kann es ausschalten. Aber mir ist es schon lieber, wenn ich euch alle sehe. Ja, wenn wir uns schon nicht live sehen können, dann mindestens hier am Schirm. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Gertraud Weiß. Mein Name ist vielleicht schon ein bisschen bekannt, aber ja, ich bin diejenige, die euch schon seit Monaten plagt und euch durch diese Zoom-Calls führen darf. Ich hoffe, es geht euch allen nicht so, dass ihr sagt, oh Gott, schon wieder ist die dabei. Naja, auf jeden Fall, ich bin Apothekerin im Unruhestand. Und darf euch heute Abend, was ich mir vorgenommen habe, euch mal etwas erklären. Und zwar etwas, was mir am Herzen liegt. Wir haben ja seit ungefähr einem Monat ein neues Produkt in unser Portfolio bekommen. Und dieses Produkt, das ist sehr interessant. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen intensiver damit beschäftigt und möchte euch gerne zeigen, was dieses Produkt ist, was es beinhaltet, was es kann und welche wertvolle Inhaltsstoffe es hat. Und dann bleibt eben nur noch, dass ihr es auch ausprobiert. Und dann werdet ihr sehen, dass wir wirklich etwas Großartiges hier haben. Ja. Es ist so, dass wir in diesem Fall wirklich ein Produkt haben, welches uns vielleicht mal wirklich hilft, unser Gewicht zu managen. Und deshalb habe ich euch ein paar Folien, also nicht ich, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, das hat Joachim, mein Mann, gemacht. Ein paar Folien zusammengestellt und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, vielleicht ein bisschen anschaulicher, damit ihr seht, wie das Ganze überhaupt sich im großen Ganzen zusammensetzt. So, jetzt muss ich nur noch den Bildschirm freigeben. Diejenigen, die als Co-Host sind, werden gebeten, die Leute hineinzulassen, damit ich nicht da abgelenkt werde. Und dann kann ich das Ganze sehr schön machen. So. Gleich sind wir dabei. Ja, ich glaube, für alle ist das klar. Es ist für viele eine Herausforderung, und zwar das Übergewicht und seine Ursachen. Und schon 1822 sagte Louis Pasteur, der Mensch ist, was er ist. Ja, und wir sollten alle ein bisschen mehr auf unser Gewicht achten. Es ist so, mit zunehmendem Alter verändert sich natürlich auch unser Gewicht, unser Stoffwechsel. Wir kriegen ein paar Funde mehr drauf. Unser Body Mass Index wird immer etwas runder und runder. Und wir haben eine Ansammlung unerwünschter Funde. Warum? Im Großen und Ganzen essen wir zu viel, zu süß, zu viele einfache Kohlenhydrate und ungesund. Und wenn wir uns diesen Menschen im Wandel der Zeiten ansehen, dann sehen wir, was sich daraus ergibt. Ja, und das Übergewicht und die Fettleibigkeit, die gelten heute als eine der größten globalen Gesundheitsgefährdungen.
gefahren. Die Fettleibigkeitsrate, die bei der Bevölkerung jetzt ungefähr 40% übersteigt. Und es gibt auch keine Anzeichen, dass sich das eben verlangsamen würde. Leider. Und warum? Das habe ich vorher gesagt. Um euch das Ganze ein wenig zu erklären. Wir sehen es hier. Im Großen und Ganzen kann man sagen, ein Viertel der Frauen und ein Viertel der Männer haben Adipositas. Hier hat man die Jahre, zwischen denen bei den Frauen mehr und bei den Männern weniger und dann wieder umgekehrt ist. Aber im Großen und Ganzen, das ist 2018, glaubt mir, 2021 ist es nur noch schlimmer geworden. Sagen wir, durch Corona und so, durch weniger Bewegung, durch viel mehr Sitzen und zu Hause bleiben, weniger Bewegung hat das Ganze eben leider zugenommen. Und ich möchte euch ein bisschen erklären, wie das mit den einfachen Kohlenhydraten ist. Und das sind so Zuckerformen. Und die überhaupt eigentlich wenig bis gar keine Verdauungsprozesse erfordern. Und sie gelangen wahnsinnig schnell in unseren Blutkreislauf. Der Zucker füllt zuerst die Leber auf. Wir brauchen ihn dort, um das Blutzuckergleichgewicht aufrechtzuerhalten und unser Gehirn zu ernähren. Der andere wird in die Muskeln geschleust, um eine schnelle oder langfristige Muskelaktivität zu erfüllen. Aber der Überschuss, der kommt dann auf biochemischen Wegen und wird in unserem Körper als Fettgewebe gespeichert. Tja. Und da haben wir dann das Problem, dass viele eben weghaben möchten, aber auf eine einfache Art und Weise. Viele versuchen, verschiedene Diäten zu machen. Welche sind die Nachteile dieser Diäten? Die Verbote. Man hält sich eine Weile dran, aber dann ist das Ganze sehr schnell wieder irgendwie vorbei, weil man diese Verbote eigentlich nicht mehr will. Man verfällt sehr schnell in alte Verhaltensmuster. Dann, wenn man aufgehört hat, gibt es den Jojo-Effekt. Dann der ewige Heißhunger auf Süßes oder aufs Herzhafte. Und was noch dazu kommt, sind in dem Großen und Ganzen zu teuer. Ja, und deshalb will ich euch auch mal ganz kurz erklären, denn viele von euch wissen das gar nicht. Sie sagen, ich esse doch so wenig. Wichtig ist, dass wir zwischen den Mahlzeiten unsere 4 bis 6 Stunden haben. Wenn wir dreimal am Tag essen, sollten diese 4 bis 6 Stunden schon eingehalten werden. Denn bei jedem kleinsten Körnchen, bei einem Traubenkörnchen oder so, da geht unser Blutzucker, unser Insulin wieder nach oben. Und in der Zeit wird in unserem Körper überhaupt kein Fett abgebaut. Also wenn wir Zwischenmahlzeiten haben, dann kommt der Körper gar nicht dazu, Fett abzubauen. Also ist es wichtig, zwischen den Mahlzeiten schon diese Zeiträume einzuhalten. Und wer möchte das nicht haben? Attraktiv aussehen, ein gesundes Leben haben und unser Gewicht zu managen, indem wir ein gesundes Körpergewicht haben. Und ich möchte euch sagen, es gibt ein Idealgewicht, es gibt ein Normalgewicht und es gibt ein Wohlfühlgewicht. Aber wir wollen Vitalität, wir wollen dieses Wohlfühlgewicht auf jeden Fall. Wir wollen eine gesunde Lebenszeit und die Lebensqualität bis ins hohe Alter. So, und jetzt kommen wir zur Lösung. Wir haben die Lösung vor einem Monat bekommen. Und ich hoffe, dass schon einige damit angefangen haben und das Ganze ausprobiert haben. Unser Extreme Shape, was haben wir damit? Wir haben eine Mischung aus natürlichen Inhaltsstoffen, die hochwertige Kräuter und konzentrierte Pflanzenextrakte beinhalten. Und damit können wir sowohl das Verlangen nach Süßigkeiten, die Speicherung von überschüssigem Zucker im Körperfett sicher auch blockieren und wir essen weniger. Also wir haben etwas geschafft, was wir eigentlich mit diesem Produkt
wirklich am allerleichtesten hinkriegen. Und warum sagen wir Plateaukiller? Dieses Produkt, das greift genau dort an, wo andere aufhören zu wirken, wo unser Stoffwechsel oder unser ganzer Umsatz und unser Grundumsatz so gering geworden ist, dass das im Körper einfach stockt. Und da können wir mit unserem Extreme Shape, wir können einfach sagen, es ist die Formel 3 in 1. Es blockiert Kohlenhydrate, Fette, Zucker. Es hemmt Heißhunger und es reinigt den Darm. Und jetzt möchte ich euch zeigen, es hat drei ganz wichtige Funktionen. Es kann blockieren, es kann stimulieren und es kann verbrennen. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie wichtig diese ganzen Inhaltsstoffe sind. Das habe ich erst jetzt so richtig erkannt, wo ich mich wirklich ganz, ganz intensiv damit beschäftigt habe. Und vielen Dank an Jasmin, die die Zusammenstellung gemacht hat. Und Joachim hat das ein bisschen in eine Folie hineingebracht, die vielleicht ein wenig in diesem Vortrag anschaulicher ist. Der eine Block, der auch zum Blockieren führt, der besteht aus weißen Kidneybohnen, aus Gymnesia silvestre und aus Chitosan. Die weißen Kidneybohnen, die kennen wir ja so aus Chili con Carne oder so, aber dass die eines der wirksamsten zuckersenkenden Heilmittel der Natur sind, das muss man sich mal vorstellen. Und die führen zur Blockierung der Kohlenhydratspeicherung im Fett. Kohlenhydratblocker können bis zu 35 Gramm unerwünschte Stärke aufnehmen, wenn sie mit der Mahlzeit eingenommen werden. Und sie steuern unseren Kohlenhydrat- und Zuckerstoffwechsel und unterstützen ihn. Wir können damit das Zuckergleichgewicht aufrechterhalten. Damit verlieren wir sowohl um die Taille, etwas an Zentimetern, der Body Mass Index wird wieder gesenkt und wir haben im Körper ein gesundes Blutzuckergleichgewicht. Praktisch können wir sagen, wir haben kein Gift in unserem Körper mehr. Es soll 30 Minuten vor der Mahlzeit, kann aber auch 30 Minuten nach der Mahlzeit genommen werden. Aber das ist wunderbar. Damit haben wir etwas, was unserem Körper etwas bringt. Der zweite Inhaltsstoff ist das Gymnema silvestre. Ja. Das Gymnema silvestre, das ist sozusagen der Zuckerzerstörer, kommt aus der Ayurveda und der Hindi-Name ist Gurmar. Damit können wir einen gesunden Blutzuckerspiegel in unserem Körper aufrechterhalten und das Verlangen nach Zucker wird reduziert. Es kann helfen, sowohl unseren Blutzucker als auch Insulinspiegel zu senken und den Heißhunger auf Zucker zu beseitigen. Der dritte Inhaltsstoff, und zwar das Chitosan, ja, ist uns bestimmt allen mal bekannt. Es ist ein natürlicher Fettblocker, stammt aber aus dem Exoskelett von Schalentieren. Dieses Chitosan bindet in unserem Verdauungstrakt das Fett, bevor es vom Körper überhaupt aufgenommen wird. Und das Großartige ist, es kann das Siebenfache seines Gewichtes an Fett binden und einschließen. Und diese Fettblocker verhindern, dass ein Teil davon in Körper aufgenommen wird. Es werden Kalorien reduziert. Das ist der eine Block und da diese Bestandteile blockieren. Der nächste Block, der ist zum Stimulieren. Ja, was haben wir hier drin? Wir haben einfach das Akaziagam, also das kommt aus dem Akazienbaum, einfachen Akazienbaum. Und wir haben hier das Cascara Sagrata, naja, die südamerikanische Faulbaumrinde
sehr interessante Sachen. Ich kann sie euch leider nicht alle erzählen, aber die haben viel mehr an Eigenschaften als das, was wir hier erfahren. Also, dieses Cascara Sagrada, das ist etwas, was die Gesundheit unseres Dickdarms und unseres Darms wieder hergibt. Es kann damit kann dann, wenn unser Darm wieder in Ordnung ist, können die gesunden Nährstoffe aus den guten Lebensmitteln wieder richtig aufgenommen werden. Aber im gleichen Moment werden auch unverdaute und gespeicherte Abfallstoffe aus unserer Ernährung, die nicht richtig beseitigt wurden, durch dieses Cascara Sagrada beseitigt. Denn das Risiko bestünde, dass wir eine Ansammlung von verschiedenen Bakterien wie Escherichia coli, Hefen, Pilzen und so weiter, schädlichen Parasiten hätten. Also die Ausscheidung, und ihr werdet es merken, ist mindestens 2 bis 3 Mal täglich. Eine vollständige Darmentleerung führt dazu, dass alle Abfallstoffe, die in unserem Darm stagniert waren, abtransportiert werden. Und damit kann unser Darm wieder richtig aufnahmefähig sein für andere Sachen. Und diese Akazia, Gummi, natürlicher Saft, der unterdrückt den Appetit. Es ist einfach ein Füllstoff, der das 7-fache seines Eigengewichts an Wasser aufnimmt und damit ein perfektes Sättigungsgefühl gibt und eben auch die Kalorienaufnahme eben reduziert. Und das ist unheimlich wichtig. Ja, dieser Faulbaum, amerikanische Faulbaum, der ist eigentlich viel, viel mehr wert, als wir ihn so kennen. Es ist die heilige Rinde und die Glykoside, die da abführend wirken, die haben dann die Möglichkeit, mehr Wasser und mehr Inhaltsstoffe aus dem Darm zu entfernen. Ja, das war der zweite Block. Und der dritte ist natürlich das Verbrennen. Denn wir müssen ja das, was wir in uns haben, auch richtig verbrennen. Wir möchten das Fett verbrennen, wir möchten eine richtige Entgiftung haben und das erzielen wir durch diese Inhaltsstoffe, die wir hier haben. Das Yerba Mate, das Garcinia Cambogia und den grünen Tee. Das sind natürliche thermogene Fettverbrenner. Es ist etwas, was uns wirklich das Richtige bringt, was ein solches Produkt eben braucht. Das Garcinia Cambogia ist ein natürliches Abnehmmittel eigentlich. Und dieser Wirkstoff, der ist so großartig, der kann das Fett in unserem Körper verbrennen und durch dieses Garcinia Cambogia können wir auch den Körper wieder entgiften. Es ist eine Frucht aus Ostafrika, ist mit vielen Vitaminen versehen und die Säuren der Fettverbrennung beschleunigen auch die Gewichtsabnahme. Hierzulande heißt er Sauerdattel oder indische Dattel. Wird manchmal sogar in der Küche verwendet, hat aber eine starke Wirkung auf den Stoffwechsel. Und dieser hohe Anteil an wertvollen Säuren, der ist besonders für unseren Fettstoffwechsel wichtig und wirkt sich auf die Fettverbrennung perfekt aus. Damit können wir unseren Abnahme- oder Abnehmprozess total unterstützen. Ganz schnell will ich euch dazu Folgendes sagen. Diese Garcinia Cambogia kann in größeren Mengen sogar die Frucht ist in der Lage, Nierensteine aufzulösen. Es findet eine Ausschüttung von Serotonin statt, also positive Einflüsse auf Depressionen. Und es kann überschüssige Kohlenhydrate, die sich in dem Körper als Fett ansetzen wollen, aus dem Körper hinaus transportieren. Wir haben weniger Appetit. Es ist eigentlich ein appetitzügelnder Effekt.
Ja, also wir haben wirklich, wenn ihr seht, sowas von unheimlich guten Inhaltsstoffen. Das hatte ich bis jetzt gar nicht so richtig erkannt. Und der letzte Inhaltsstoff ist der grüne Tee. Dieser hat einen Bitterstoff, das Epigallocatechin-Galat, EGCG. Dieses ist ein ganz wichtiger Bestandteil bei der Fettverbrennung. Damit kann die Fettverbrennung durch eine Wärmeproduktion eben stimuliert werden. Und Yerba Mate ist ein großartiges Nahrungsmittel, hat alle Mikronährstoffe, die der Körper benötigt, aber hilft uns, ein gesundes Gewicht zu erhalten. Also wie ihr seht, ich könnte euch zu diesen Sachen noch so viel erzählen. Die Inhaltsstoffe sind so hochwertig und können so viel. Jetzt bleibt uns einfach nur übrig, diese Sachen wirklich anzuwenden. Kathi, du hast bei dem Stimulieren den FGF2-Faktor Ja, vergessen. jetzt kommt, ja, der kommt noch, der kommt noch. Damit wir das Ganze unterstützen und enthält dieses Produkt auch noch unseren FGF2-Faktor. Und diese bereitet unsere Zellen darauf vor, dass die dann all diese Effekte durchlaufen können, die wir hier erwähnt haben. Also die Vorbereitung unseres Körpers geschieht durch den FGF2-Faktor, der hier auch drin ist. Und die ganzen anderen Sachen, die tun ihr Möglichstes, um unser Gewicht zu managen. Also zweimal täglich vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit viel trinken. Man kann also 30 Minuten vor dem Essen, man kann sie aber auch 30 Minuten nach dem Essen einnehmen, weil eben eine Verdauung ja auch 30 Minuten nach dem Essen stattfindet. Also entweder vorher oder nachher. Ich kann euch nur sagen, versucht es einfach. Ich wünsche euch allen viel, viel Erfolg. Ja, das war jetzt nur mal zu dem Ganzen. Von mir möchte ich euch oder von uns beiden, von Joachim und mir möchte ich euch sagen, wir sind ja diejenigen in unserem zarten Alter von 75, ist es so, dass man natürlich einen etwas langsamen Stoffwechsel hat und dann sagt, naja, es klappt nicht, wir haben schon so allerhand versucht. Und hier schien es genau so zu sein, weil wir uns auf die Waage stellten und sahen, passiert ja nichts. Aber dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben noch aus der Apothekenzeit Geräte, wo ich noch andere Messungen gemacht habe. Und da haben wir die Möglichkeit gehabt, unseren Wassergehalt, Muskelmasse und Fettmasse zu messen. Und siehe da, da hat sich was getan. Die Muskelmasse nimmt zu, aber die Fettmasse nimmt ab. Und das ist genau das, was hier passiert. Also, stellt euch nicht jeden Tag auf die Waage. Schaut mal, wie ihr euch fühlt. Und dann werdet ihr merken, natürlich bei dem einen schneller, bei dem anderen langsamer. Aber es wird sich was tun. Und ich hoffe, ihr versucht es alle und bringt uns viele gute Erfahrungen. Und dieser Erfahrungsaustausch von heute, habe ich mir gedacht, natürlich, unser Fokus liegt auf dem Extreme Shape, aber andere Erfahrungen sind auch herzlich willkommen. Also, ich habe genug geredet. Ich hoffe, ihr habt allerhand mitgebracht. Stimmt, Gerdi, dann fange ich mal einfach an. Ich habe zwar Ja. selber noch keine Erfahrung gemacht, weil meine Frau mir verboten hat, das Produkt zu nehmen. Durchs Motorradfahren habe ich schon zu viel abgenommen. Aber nachdem ich heute das Gespräch mit ihr hatte, habe ich mir überlegt, ich werde es jetzt doch nehmen, aufgrund der vielen anderen Vorteile, die dieses Produkt noch für unseren Körper hat. Da war ich wirklich sehr begeistert. Danken möchte ich natürlich der Jasmin, dass sie die erste Folie präpariert hat, dass Joachim das so toll ausgearbeitet hat und sehr verständlich und natürlich für deine tolle Präsentation. Und da habe ich jetzt erstmal eine Frage an dich. Jetzt sind 60 Kapseln in der Dose, ja, das heißt vor den zwei Hauptmahlzeiten, wenn einer ausgiebig frühstückt, Mittag isst und Abend isst, ja, machen ja manche Leute, kann ich es auch dreimal am Tag nehmen oder wäre das dann zu viel? Ja, also,
Es kommt immer auf den Körper desjenigen an, ja. Es gibt robuste Körper, man kann es versuchen. Es wird uns als zwei Kapseln empfohlen. Ich sage, ich würde es versuchen. Ich kann es niemandem empfehlen. Ich kann sagen, versuch es und schau, was passiert. Gut. Was passiert? Man Prima. rennt eben mehr. Ich muss auch von mir sagen, ich glaube, manchmal habe ich den Eindruck, dass mehr rauskommt, als reingeht. Also mal sehen. Also wenn man dann drei Kapseln nimmt, dann ist man in einer Woche dünn und schlank und rank. Okay, dann habe ich noch eine Anmerkung, weil ich habe eben mit einem telefoniert, der jetzt das Produkt, ich weiß gar nicht, eine Woche oder so nimmt. Und er hatte jetzt keine Gewichtsreduktion, ja. Und er sagt, naja, liegt vielleicht daran, dass ich das Produkt nicht vorm Essen genommen habe, sondern er ist nach Hause gefahren, die Frau hatte gekocht und hat es eingeschmissen, ja. Und dann hat er erwähnt, jetzt habe ich es aber einen Tag genommen, eine halbe Stunde vorher, und vorher konnte ich eine Pizza essen ohne Probleme, jetzt maximal eine halbe. Deswegen, wir lernen ja aus Erfahrung, aus den Informationen, die ich jetzt habe, glaube ich, macht es mehr Sinn, weil es ja auch den Hunger ein bisschen blockiert, es eine halbe Stunde vorher zu nehmen, anstatt eine halbe Stunde nachher. Ja? Also das ist Genau. meine Meinung. So ist es, Michi, ja, es ist so, denn damit haben wir auch den Effekt des Appetitzüglers dabei. Ja. Damit werden die Portionen, die verzehrt werden, eben sehr viel geringer sein. Ja, weil du eben erwähnt hast, halbe Stunde vorher oder nachher, aus Ja, dem. es sind ja Leute, die, sagen wir, nicht so nett mit ihrem Körper umgehen und gerade die richtigen und wichtigen Sachen vergessen. Und dann sage ich, okay. Wenn es nicht anders geht, dann auch nachher, aber besser natürlich vorher. Okay, also besser nachher als gar nicht. Ja. Ja, das habe ich gesehen, der liebe Sven ist hier. Der Sven hatte, glaube ich, auch angefangen, die Produkte zu nehmen und war schon am ersten Tag begeistert. Ich habe jetzt alle noch blockiert, aber ich schalte jetzt mal frei, dass ihr euch selber aufheben könnt mit der Spracheinstellung. Ich weiß nicht, Sven, bist du da oder bist du noch am Auto fahren? Weil dann könntest du vielleicht mal eben deinen Bericht losgeben. Könnte sein, dass er am Auto fahren ist. Er hat gesagt, er wäre noch unterwegs. Würde dann vielleicht nur zuhören. Gut, ansonsten kannst du dich gerne später melden, Sven. Ja, wer hat denn Erfahrung gemacht? Würde mich auch mal interessieren, weil ich habe schon einige gehört von vielen Leuten, die wirklich nichts gemacht haben, außer das extrem genommen eine halbe Stunde vorher. Und da muss ich sagen, da war ich schon recht erstaunt über die Ergebnisse, die da eingetrudelt sind. Genau, da bin ich auch sehr gespannt. Also Sven ist im Auto. Sven ist im Auto, denke ich auch. Ja. Ich glaube, Elke, du hast doch auch Erfahrung. Vielleicht schaltest du dich mal eben frei. Dann weiß ich auch, dass es klappt mit dem Freischalten. Ja, klappt. Ja, klappt wunderbar. Hallo, ihr Hallo, Lieben. grüße dich, liebe Elke. Ja, dann lege ich Dann mal los. schieß mal los. Ja, und zwar, ich nehme das Extreme ja jetzt inklusive der anderen Produkte alle seit 6 Wochen, 7 Wochen. Und muss also sagen, sogar in der ersten Woche, als ich genommen habe, da war ich im Urlaub und habe da also auch wirklich geschlemmt, gemacht, getan, schön gefrühstückt, habe da in der ersten Woche ungefähr 3, 3,5 Kilo sogar abgenommen. Ich habe es auch vorm Essen genommen, also da war ich ganz strikt. Und jetzt zu Hause muss ich sagen, ich esse anders zu Hause, auch meistens zu wenig. Es stagniert vom Gewicht, also ich habe insgesamt 5 abgenommen, 5 Kilo in den 6 Wochen. Es stagniert vom Gewicht, aber der Körper verändert sich komplett. Ich merke die Konturen, wie du gesagt hast, Gerti, ich sag mal, die Fettzellen, so bei uns Damen am Bauch und an den Hüften, die werden weniger. Ich merke es, ich messe nicht, aber es fühlt sich anders an. So, und das ist das, wo ich auch sage, das geht wirklich an diese Zellen, die früher, weil wir ja auch ein bisschen älter sind, ja, die früher nicht angegangen worden sind bei einer Diät. Das sind ja die Zellen, die halt dann sofort abhauen. Aber jetzt geht es in die tieferen Ebenen, sage ich mal. Und wie du vorhin gesagt hast, mit dem Fettbinden, mit der Ausscheidung, das merkt man auch daran. Also sogar da sieht man, wie das die Fettzellen, wie die mit weggehen, dass es eingebunden ist und dass es weggeht. Ja, da war ich also sehr erstaunt. Und also während dem Essen weniger Hunger, definitiv. Ich packe nicht mehr so viel, ich kann nicht mehr so viel essen. Ja. Dann sagt mein Bauch, nee, jetzt ist Feierabend. Früher 2 Portionen, jetzt nur noch 3 Viertel. Also es geht nicht mehr so viel rein.
Und ich muss sagen, ich fühle mich noch ein bisschen wohler, aber ich kann es nicht so genau erklären, aber diese ganze Kombination dieser Sachen, dieser tollen Sachen, die da drin sind, die geben nochmal so einen Schub, auch mit dem FGF, das ist ganz toll. Also ich fühle mich da sehr, sehr gut mit, muss ich sagen. Ja, stimmt. Der FGF-Faktor in Kombination mit all diesen wertvollen anderen Bestandteilen hat noch so eine also Funktion, die man gar nicht so richtig beschreiben kann. Aber du hast recht, ein ganz anderes Körpergefühl. Also was ich erkannt habe, wenn man so früher Diäten macht mit FDH und was weiß ich, diese ganzen Dinge, die es da gibt, was wir alles schon versucht haben, was wir hier absolut nicht haben, ist diese schlechte Laune. Weil bei anderen Diäten, da geht ja die Laune runter. Da ist man dann unausgeglichen, ist nicht mehr glücklich und dann fehlt einem was. Und jetzt habe ich festgestellt, mir fehlt überhaupt nichts, keine schlechte Laune, gar nichts. Ja, und das Ja, weil ist. auch der Serotoninspiegel wieder hochgeht. Ja. Genau. Ja. Also finde ich ganz toll. Doch, das Beste, was uns passieren Ja, kann. die wertvollsten Bestandteile, die ich je erlebt habe bei einem Abnehmprodukt. Ja. Ja. Das war ich. Danke, danke, liebe Elke. Dann weiter so. Viel Ja, Erfolg. Ja, definitiv. die Gisi oder die Jasmin, wer will, wer schneller Darf ist. ich vielleicht vorher noch eine Anmerkung Ja. machen, Gerti? Weil mir eben eine Dame, die das Produkt heute bekommen hat, einen Screenshot geschickt hat und ist super gespannt. Sie hat verschiedene Diäten probiert, Sport gemacht ohne Ende und dann hat sich nichts mehr getan. Und als wir das Produkt quasi auf den Markt gebracht haben, habe ich sie angeschrieben und dann sagt sie, ja, sie will es nicht probieren, weil sie im Moment eine Ketose-Geschichte macht. Ja, da ist ja dann irgendwie 12, 24 Stunden, 3 Tage lang nichts essen, ja, dass man in Ketose kommt. Und ja, und ihr Gewicht hat stagniert. Und jetzt hat sie mir eben ein Bild geschickt, ja, und sagte, ich bin super gespannt. Und das war das Bild. Was will ich mit dem Bild sagen? Viele Leute haben Fettwagen, wo man sich draufstellt, die Muskelmasse misst, das Körpermasse, Knochenmasse und so weiter. Wenn ihr so eine Waage habt und habt noch nicht angefangen, das Produkt zu nehmen, möchte ich euch bitten, dieses einfach mal festzuhalten und dann zu dokumentieren, wie sich das verändert. Weil ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, was viele Menschen vergessen beim Abnehmen, wenn die Muskelmasse zunimmt, nimmt auch das Gewicht unter Umständen zu, obwohl ich Fettmasse abnehme. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst. Sie sagen, oh, ich habe das Produkt genommen und bin schwerer geworden. Das liegt aber dann daran, weil die Muskelmasse zunimmt und Muskelmasse ist schwerer als die Fettmasse. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, im Fitnessstudio, zu Hause mit solch einer Waage, ich weiß nicht, was das für ein Gerät war, diese Daten festzuhalten, macht's bitte. Ich würde mich dann freuen, vielleicht im nächsten Austausch in 4 Wochen oder so, 6 Wochen, einfach mal noch mehr Feedback dazu zu bekommen, damit man mal sieht, wie verhält sich denn die ganze Masse im Körper. Ja, und jetzt dürft ihr gerne weiter eure Erfahrung teilen. Ja, Danke. wenn ich da vielleicht gerade bitte anschließen darf, weil das passt jetzt gerade dazu. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Anruf bekommen von einer Anwenderin auch, die nimmt das jetzt seit 2 Wochen und sagt zu mir, Jasmin, jetzt musst du mir doch mal eine Frage beantworten. Auf meiner Waage bin ich schwerer, aber meine Hosen und Röcke werden lockerer. Ja, und das ist jetzt genau, was du sagst. Ich habe ihr das dann erklärt. Sie nimmt ja auch Lemminein. Ich glaube sogar 6 Stück am Tag und macht jetzt auch ein bisschen Sport. Also keinen harten Sport, nur so ein bisschen Sport und sagte, ja, also Bauchfett ist weniger geworden, Oberarme sind weniger geworden. Warum ist denn meine Waage jetzt mehr? Und da habe ich ihr das erklärt. Ja, du baust ja jetzt Fett in Muskeln und Muskeln sind schwerer als Fett. Deswegen hast du eine schönere Form bekommen schon. Deswegen sind deine Hosen lockerer, du hast Fett verloren und dann ist ihr das Licht aufgegangen, sagt, ey, das ist ja super. Ja, also wenn ich mehr Muskeln kriege und weniger Fett, dann kriege ich auch eine schönere Figur. Und genau das stellt sie gerade langsam fest, ja. Und das ist im Prinzip, was du jetzt auch gerade gesagt hast, das wollte ich nur vorher schon erzählen. Prima, danke. Ja. Was mir da noch zu einfällt, ja, aus meinen Fitnessstudio-Zeiten, wo ich noch mehr trainiert habe, wir wissen ja, dass Muskelmasse mehr Kohlenhydrate verbrennt. Das heißt, in dem Moment sollte sich ja normalerweise noch die ganze Geschichte beschleunigen oder zumindest verbessern und auch ziemlich lange halten, weil die Muskelmasse, die dann aufgebaut wird, auch generell mehr Energie verbrennt. Wäre jetzt meine Idee. Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege, Gerdi. Ja, das ist schon richtig. Und je mehr Sport wir machen, umso mehr wird verbrannt. Das ist klar. Und im Großen und Ganzen brauchen ja auch Sportler mehr
an Kohlenhydraten. Aber dementsprechend wird ja auch mehr verbrannt. Und der ganze Umsatz ist viel höher. Und dadurch wird aber dann auch das Gewicht nicht unbedingt reduziert, weil ja Muskelmasse schwerer ist, aber das Fett geht in die richtige Richtung. Es wird immer weniger. Welchen Anstoß ich damit geben wollte, war an und für sich, wir haben jetzt bei vielen gesehen, sie haben nichts geändert. Ja, nichts an der Essgewohnheit, keinen Sport gemacht und gar nichts und haben trotzdem Gewicht verloren. Wir haben jetzt kein Abnehmprodukt in dem Sinne, sondern mehr oder weniger ein Plateaukiller. Aber wenn ihr daran interessiert seid, Gewicht zu verlieren, ein bisschen mehr mit dem Produkt, dann ist es auf jeden Fall ratsam, morgens aufzustehen, einfach mal 4, 5 Liegestützen, 10, vielleicht manche 20 zu machen, mal ein paar Kniebeugen, vielleicht einmal am Tag eine Viertelstunde spazieren gehen und bevor man ins Bett geht, auch noch mal ein bisschen bewegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das euren Effekt noch extrem verstärkt. Ja, da hast du absolut recht. Und durch die Einnahme dieses Produktes kommt man aber auch in die richtige Richtung. Man fühlt sich besser, man hat mehr Lust, mehr Bewegung zu machen und man greift auch nicht mehr nach ungesunden Sachen zum Essen. Also das natürlich bei jedem Gewichtsmanagement empfiehlt es sich eben mehr Bewegung zu machen und seine Ernährung in die richtige Richtung zu lenken. Aber durch die Einnahme dieses Produktes wird man irgendwie unwillkürlich in die richtige Richtung gebracht. Ja, ich denke, das ist eine Aufwärtsspirale, weil wenn ich dann diesen Effekt sehe, ich fühle mich besser, ich sehe, oh Mensch, da tut sich was, dann bin ich natürlich automatisch motiviert, noch ein bisschen mehr zu machen, weil ich sowas was sehe. Ja? Und ich glaube, also alle diese, die Inhaltsstoffe, bisschen Bewegung und so weiter, das führt dann dazu, dass die Leute diese guten Erfolge haben. Ja. Richtig. Ja, prima. So. Ja, hat denn niemand mehr aus? Doch. Ja, die Gysi. Ja, hallo, schönen Abend. Schön, dass ja, hallo, schönen Abend an euch. Ja. Also ich habe das jetzt, nehme das jetzt seit einer Woche. Und die ersten 2 Tage war das also tatsächlich so, dass also ich ständig zur Toilette gerannt bin und da war dann natürlich auch mal gleich so ein Pfund weg. Jetzt ist es so nach einer Woche, also das ist die Ausscheidung ist immer noch sehr gut. Also ich habe keinen Heißhunger. Ich mache so dieses intermittierendes Fasten schon seit längerer Zeit und und nehme dann, also ich esse dann mittags oder so 11, 12 das erste Mal was und nehme dann da eben erst eine und dann am Abend wieder eine. Also der Appetit ist wesentlich geringer. Ich habe also auch wirklich keine Lust auf süße Sachen. Und wenn, dann ist es mal ein bisschen was und das ist ja auch in Ordnung. Und was ich jetzt dann heute festgestellt habe, heute habe ich mich dann mal gewogen, weil ich gucken wollte, was ist da passiert. Also Gewicht habe ich keins jetzt abgenommen, aber das ist jetzt, wie gesagt, eine erste Woche. Und aber ich merke, dass ich mich ganz anders fühle. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich also auch an der Hüfte, also oder beziehungsweise Bauch, auch merkt, dass sich also die Hosen anders anfühlen. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl, was die Bewegung betrifft. Das ist für mich so ein ganz heißes Thema. Und aber da muss ich auch sagen, dass ich jetzt da mehr in der Richtung jetzt in dieser Woche gemacht habe. Und man muss ja nicht einen Marathon gleich laufen oder sowas. Und ja, aber wie gesagt, also auch die innere Motivation irgendwie jetzt zu bewegen, ist also auch deutlich gestiegen. Ja, und wie gesagt, also fühlt sich gut an und ich bin mal gespannt, was ich da in 4 Wochen sagen kann. Ne? Na prima, danke dir Gysi, nach einer Woche. Naja, da sehen wir mal in 4 Wochen. Da kannst du mir berichten. Noch. Es hätte auch sein können, dass ich was zugenommen habe, ja, aber das war nicht der Fall. Also da war ich dann schon für das, dass ich also diese Woche von der Bewegung her noch relativ wenig gemacht habe, muss ich sagen, war ich dann doch angetan, dass es nicht mehr war, also dass es gleich geblieben ist. Danke dir. Ja, prima. So. Sven hat aus dem Auto geschrieben, er gibt das Mikro und die Kamera nicht an. Er schreibt, es ist ein echt cooler Stoff. Am zweiten Tag Gürtel ein Loch enger. Das ging ja ziemlich schnell. Heißhunger geht runter, Stoffwechsel stark angekurbelt, G
geht wirklich viel raus. Haben Freunde von mir ähnlich, weil er hat es auch schon weiterempfohlen. Ja. Und manchmal rummelt es halt ganz schön im Bauch. Das habe ich jetzt auch gehört. Der eine hat gar keine Probleme, ja, dass es im Bauch rumpelt oder man halt mal schnell auf Toilette flitzen muss. Meine Frau zum Beispiel, die hat angefangen es zu nehmen. Ja gut, die sagt, ist halt ein bisschen flüssiger, sage ich jetzt wir mal. Bewegen aber, den Darm. Ja, aber jetzt nicht mehr Bewegung im Darm, aber jetzt nicht so übermäßig wie bei anderen. Und da sehen wir wieder, jeder Körper reagiert unterschiedlich. Und also wenn es mal rumbelt oder brummelt, dann halt vielleicht mal nur eine am Tag nehmen und einfach mal gucken. Aber vom Prinzip her, man kann ja nichts falsch machen. Mhm. Genau. Prima. Ja. Wer hat denn noch ein paar Erfahrungen sammeln können? Und wenn ihr keine Erfahrungen mehr mit Extrem Ski, die Ursula und der Tobias, nachher mit euren Aussagen. Und wer kann sich schneller freischalten? Ursula oder Tobias? Ja, ich bin in der Runde. Ja, prima. Schönen guten Abend, Ursula. Hallo in die Runde. Ich nehme dieses wunderbare Produkt schon ein paar Tage. Und ich kann bestätigen, was vorher schon gesagt worden ist, auch was Elke sagt, dass ich einfach gut gelaunt bin und dass ich das Gefühl habe, nicht mehr so viel zu brauchen, nicht keine Heißhungerattacken mehr habe. Das ist also super. Und gestern nach einer Geburtstagsfeier habe ich nicht gewagt, mich auf die Waage zu stellen. Und dann habe ich gedacht, ich bin doch mal neugierig und hatte tatsächlich ein ganzes Kilo weniger. Aha. Das motiviert mich natürlich weiterzumachen. Also mir geht es gut. Super. Ich bin leistungsfähig. Das möchte ich nur hier. Seit wann nimmst du es denn, Ursula? 14 Tage. Also ich weiß, deshalb frage ich ja, weil ich weiß, dass es nicht sehr lange ist. Und ich habe auch an meinen Gewohnheiten nicht viel geändert. Also diesen Sport nehme ich mir vor. Ich hätte auch die Möglichkeit. Aber momentan klappt das noch nicht. Ich nehme das vor und das wird auch noch werden. Und bei meinen Gewohnheiten bisher, ich habe weniger gegessen und bin trotzdem satt und zufrieden. Und diese Zufriedenheit, das ist einfach das Schöne. Ja. Dass also jeder, der mich fragt, wie geht's dir, kann ich immer nur sagen, ja, mir geht's gut. Super. Also ich nehme ja nun schon, seit Gerti mich auf das Produkt Lifeharm aufmerksam gemacht habe, schon alle Produkte von Lemmy9 bis und jetzt das neue auch noch dazu und das ist die drei, Gerti, das sind 2,5 Jahre, 2, 3 Viertel seit, dass ich alles habe. Naja, es sind 3 Jahre, Ursula, sind 3 Jahre. Ja. Ja. Okay. Gut. Ja, und du schaust auch immer besser aus. Also je älter wir werden, umso besser sehen wir aus. Wir werden jetzt auch noch unsere Traumfigur wieder zurückerobern. Dann ist alles perfekt. Danke dir. Weiter so. Der Tobias dann. Ja, hallo in die Runde. Hallo. Grüße dich. Ja, da kann ich der Ursula, da kann ich gleich anknüpfen mit dem Geburtstag. Ich war zwar nicht auf dem Geburtstag, aber wir sind essen gegangen und es war nicht wenig. Es war wirklich nicht wenig. Der eine oder andere hat das Bild wahrscheinlich gesehen gehabt mit dem Riesenschnitzel da. Ne? Ich nehme jetzt das Produkt seit dem 22. September. Ja. Also was sind das jetzt? 8, 6, also 2 Wochen rum, oder? 2 Wochen. Ja, genau, ungefähr, ne? 2 Wochen. Mhm. Und was ich auch bestätigen kann, dieses Heißhungergefühl ist weniger. Das ist auf jeden Fall weniger. Ja, und man isst automatisch nicht mehr so viel. Abgenommen habe ich jetzt 2, 2,5 Kilo, kann man sagen, ungefähr jetzt in der Zeit. Ne? In 2 Wochen ist es nicht übermäßig viel, aber schon ein bisschen was. Aber das Interessanteste irgendwie ist, Man hat nicht mehr so den Heißhunger. Ne? Also das spüre ich halt sehr gut an der ganzen Geschichte. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich meine, Sport, fahrradtechnisch fahre ich eigentlich immer regelmäßig.
mache immer regelmäßig den Sport. Da habe ich jetzt auch nichts geändert. Ansonsten bin ich auch sehr zufrieden. Also auch vom Fühlen her ist alles tipptopp. Ja, fühle mich gut auf jeden Fall. Super. Genau. Sehr schön. Na dann, weitere gute Erfolge, lieber Tobias. Dann viel Spaß auf der Insel. Was soll ich sagen? Ja, danke schön. Alles Gute. Grüße zurück. Ja, gut. Die Martina. Hallo Martina. Kannst du dich mal? Ja, schönen guten Abend. Ja, also ich hatte ja heute einen Morgen ein sehr, sehr krasses Erlebnis. Und ich hätte es nicht überstanden, wenn ich nicht angefangen hätte mit dem Shape. Mhm. So, ich muss dazu sagen, ich habe vor gut 3 Wochen angefangen. Und ich habe im Körper durch einen, ich sag mal, ernsten Unfall ziemlich viel Wasser im Körper. Das heißt, ich konnte nur ganz wenig kurze Strecken nur laufen. Und heute Morgen war es so, dass ich also gezwungen war, erstmal zu laufen über mehrere Stunden. Und dabei noch mein Fahrrad zum Teil tragen musste. Ja, mein Fahrrad ist sehr schwer. Es war beladen mit Sachen, die ich auszuliefern hatte. Und ich hätte normalerweise die Strecke nicht 2 bis 3 Stunden durchgehalten. Ich hätte schon nach 1 Stunde wahnsinnige Schmerzen gehabt. Ich habe es also geschafft, diese Strecke durchzustehen. Und da muss ich sagen, allein, dass ich das so durchgehalten habe, das wäre vor ein paar Wochen gar nicht möglich gewesen, also die Wochen davor. Das hat also unheimlich mir auch schon bestätigt, dass das, was in meinem Körper jetzt mit dem Shape passiert, mich auch so weiterbringt, auch so auch mehr, ich sag mal, mehr laufen zu können. Martina, nimmst du auch die anderen Produkte von Lifearm? Ja, da konnte ich das aber vorher noch nicht so, muss ich sagen. Ich hatte immer noch nur, ich habe jetzt so viel also an Gewicht in der Zeit verloren und auch an Wasser, ganz, ganz viel, sodass ich also heute das erste Mal wirklich dieses Erlebnis hatte, was vorher gar nicht machbar gewesen ist. Also mehr Energie und besser Kraft auch, genau. Körpergefühl. Ja. Ja, das sind ja die Folgen der Einnahme dieses Produktes für unsere Gewichtsmanagement, ja. Aber noch für viele, viele andere Sachen, die wir dann merken werden. Also ich habe sie ja vorher so ein bisschen erwähnt, es gibt ja so viel Gutes in diesen ganzen Inhaltsstoffen, die uns im Körper einiges wieder reparieren und wieder ins Gleichgewicht bringen, nebst unseren anderen Produkten von Lifearm. Also ich kann ich noch was sagen? Ja, bitte, auf jeden Fall. Ich hatte sonst immer wie einen Wasserbauch und die Taille war immer sehr weit und ich trage immer Gürtel. Also ne, ich mag also keine Hosen ohne Gürtel und ich habe festgestellt, dass ich meinen Gürtel mit der Zeit immer enger geschnallt habe, also immer ins nächste Loch schon rein. Also meine Taille ist schmaler geworden. Ich habe zwar noch immer etwas dickere Beine, muss man sagen, die sind noch nicht so, aber meine Taille seltsamerweise, die ist wieder wird immer schmaler. Naja. Das wollen wir ja auch und das ist ja auch unser Ziel. Sehr schön. Dann musst du noch deinen Body Mass Index dann nachher bestimmen und dann wirst du sehen, dass sich da einiges getan hat. Naja, warten wir es ab. Es geht langsam vorwärts. Ganz genau. Schönen Dank, liebe Martina. Dann weiter. Bitte sehr. Ja, meine Lieben, heute ist es ja dann doch nur bei unserem Extreme Shape geblieben. Michi, was meinst du? Wir haben eine Dreiviertel mehr oder länger schon als eine Dreiviertelstunde. Ich würde noch ganz gern was ganz Kurzes sagen. Was mir gestern passiert ist, ich habe also Gurken gehobelt und habe ein bisschen meinen Daumen mitgehobelt. Und das hat also dann ziemlich lang geblutet, also das hier so direkt an der Fingerkuppe. Und nachdem dann die Blutung irgendwann aufgehört hat, so mit Druck und so weiter, bin ich auf die, dann hat es auch wehgetan dann erst, ja. Und dann habe ich von dem Laminein, weil nicht Lamiderm drauf. Lamiderm, ja. Ja. Und es hat also schlagartig dieser Schmerz aufgehört.
Ich war total wirklich von den Socken, habe gesagt, das gibt es überhaupt gar nicht. Ja. Und dann, wie ich dann später ins Bett gegangen bin, also konnte ich also dann schon auf dieser Fingerkuppe da rumdrücken und machen. Also das mit einmal, ich habe dann nochmal ein bisschen was drauf. Also das war wieder wirklich sehr beeindruckend mit einem Schlag. Also oh, danke. Das ist gut, das ist gut. Danke, das ist nochmal eine hervorragende Erfahrung zu Lemmigdärm. Danke, sehr schön. Ja. Ja, meine Lieben, wenn niemand mehr ist, der uns seine Erfahrung weitergeben möchte, dann würde ich sagen, dann machen wir mal Schluss. Geht mal in euch, überlegt, ob ihr nicht doch alle diese Produkte alle mal ausprobiert. Und nächstes Mal, das wäre am 3. November, schauen wir uns wieder. Und dann erwarte ich also sehr viel mehr an Erfahrungen als heute. Heute hatten wir ja den Fokus natürlich auf unser Produkt, das ganz neu in unserem Portfolio drin ist. Aber wir haben ja noch viele andere, also nicht viele. Zum Glück haben wir keinen Bauchladen. Aber die Produkte, die wir haben, die sind spitze, einmalig. Und deshalb lohnt es sich, dass wir sie jedem weiterempfehlen. Und diese Aufzeichnungen, die dienen ja auch dazu, um den Leuten dieses weiterzugeben und sie vielleicht dazu anzuregen, zu überlegen, ob sie es nicht doch auch ausprobieren möchten. Ja, dann würde ich sagen, beschließen wir den heutigen Abend. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Alles Gute, viel Erfolg bei allem, was ihr macht. Bleibt schön gesund und kommt am 3. November wieder, aber auch so zahlreich wie heute. Ich finde es so schön, wenn ich so viele Gesichter hier sehe. Toll. Ist so warm im Raum, gell? Ja, ist doch ehrlich, kuschelig. Sehr schön. Macht's gut, ihr Lieben. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.